Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ja, und hiermit ein herzliches Willkommen zu dem Spiel The Curse of Rabenstein. Das ist ein D42 Adventure-Spiel. Ja, mit ein paar grafischen Elementen und natürlich etwas Musik, wie man jetzt im Hintergrund schon hört. Und das Ganze natürlich schön auf Deutsch, gibt es aber auch in einer englischen Version. Ja, ich spiele das Ganze mit einer Original-Floppy. Anders funktioniert es auch nicht, weil über die SD2IC gibt es da in der deutschen Version Probleme beim Nachladen. Da bleibt es irgendwie mal hängen mit so einer Fehlermeldung, so Timeout-Fehler, Floppy bitte resetten, sowas in der Richtung. Und mit der Original-Hardware funktioniert das Spiel wunderbar. Ja, es war ein Text-Adventure, aber man braucht trotz alledem einen Joystick. Den werde ich mal hier so ein bisschen griffbereit lassen. Muss man eben kurz gucken, ob der oder der andere. Der scheint richtig zu sein. Das Ganze ist so ein bisschen Point-to-Click angehaucht, sodass man dann dementsprechend dann halt eben die einzelnen Sätze anklicken muss. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, verlassener Weg. Ich befinde mich tief im Schwarzwald auf einem Weg, der sich von hier aus weiter nach Norden erstreckt. In einer Nacht wie dieser werfen die Bäume gespensterliche Schatten und Menschen verschwinden, ohne jemals wieder gesehen zu werden. Das fängt ja schon mal sehr spannend an. Ja, ich bin mit meinem Kutscher hier unterwegs und mit dem könnte ich ja eigentlich als erstes erstmal reden. Untersuche Kutscher. Er versucht es zwar zu verbergen, aber er ist in keiner guter Verfassung. Ja, das glaube ich. So, was können wir noch untersuchen? Kutsche. Nicht die beste Kutsche, aber sie hat mich hierher gebracht. Ja, das ist doch schon mal etwas wert. Untersuche Pferde. Wie sind die so drauf? Diese schönen Tiere brauchen Ruhe. Gut zu wissen. Was sagt der Weg? Es sieht so aus, als wenn für eine lange Zeit hier niemand gewesen ist. Okay. Untersuche Wald. Über den Schwarzwald werden hunderte von Mythen und Geschichten erzählt. Und in jener von ihnen steckt vermutlich ein Stückchen Wahrheit. Okay. Untersuche Schatten? Was auch immer sich dort versteckt, ich hoffe, dass es in der Dunkelheit bleibt. Ja, ich glaube auch. Interessant hier vielleicht noch zu vermerken, dass das mit SZ geschrieben ist. Gut, kann man machen, ne? So, mehr können wir nicht untersuchen. Inventarliste. Rede mit, genau, das könnten wir machen. Rede mit. Kutscher, Kutsche, Pferd, Schatten. Ja, Kutscher, das ergibt Sinn. Der Kutscher sieht besorgt aus. Die Straße scheint zu einem Dorf zu führen, obwohl es nicht auf unserer Karte verzeichnet ist. Wie dem auch sei, wir müssen eine Unterkunft für die Nacht finden. Die Pferde brauchen Ruhe. Können Sie dorthin gehen, während ich auf die Kutsche aufpasse? Und bitte seien Sie auf der Hut. Ich gebe nicht viel auf alte Ammärchen, aber die Einheimischen meiden diese Gegend. Sie sagen, sie sei verflucht. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich auch mal direkt Richtung Norden. Ja, das wären jetzt hier die Richtungen. Ich könnte Richtung Norden, ich könnte auch Richtung Westen gehen. Und erstmal könnte ich alle Richtungen, ne? Süden geht, Osten geht auch. Aber ich nehme mal den Norden. Die Floppy lädt. Ja, das ist mal ein schönes Bild. Dorf. Die Fachwerkhäuser des malerischen Dorfes werden vom Mond erleuchtet und bei was? Bleiglasfenstern des Gasthauses im Norden spiegeln den Schein eines gemütlichen Feuers wider. Im Osten ist ein Stall und im Westen sehe ich eine Kirche. Im Süden gelange ich zurück in den Wald. Da möchte ich ja nicht hin, da komme ich ja gerade her. Wir texten noch weiter. Also, jetzt habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Was stand da? Im Süden gelange ich zurück? Nein, im Osten ist ein Stall, im Westen eine Kirche. Ja, die Kirche, würde ich sagen, ne? Oder Gasthaus wäre im Norden. Ja, ich kann mich ja nochmal umsehen, aber ich denke mal, dann kommt der gleiche Text.
Ja, die Fachwerkhäuser des malerischen Dorfes, bliblablub, das haben wir gerade gelesen. Dann kann man sich das Bild auch nochmal anschauen. Okay, verstanden. Was ist, wenn ich Untersuche mache? Aha, hier haben wir einen Brunnen. Okay, machen wir mal Untersuche Brunnen. Das ist ein gewöhnlicher Brunnen. Okay, Untersuche Stalltür. Das scheint nicht zu funktionieren. Untersuche Dorf. Die Architektur ist typisch für die Grenzregion westlich des Rheins, wo deutsche, französische und schweizerische Einflüsse verschmelzen. Ja, okay, dann kann ich mir so ungefähr vorstellen, in welchem Gebiet das spielt. Aber nochmal interessanter Hinweis. Untersuche Gasthaus. Das Gasthaus scheint geöffnet zu sein. Ja, dann gehe ich da auch rein. Untersuche Mond. Ja, okay, machen wir mal. Es ist Vollmond. Kein gutes Omen. Ich glaube auch. Komm, wir gehen mal Richtung Norden. Gasthaus. Der große Kamin verbreitet eine angenehme Wärme und erhält den Raum mit warmen Farben. Bequeme Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Neben der Treppe zum Obergeschoss befindet sich ein hübsch dekorierter Tresen. Im Süden befindet sich die Tür nach draußen. Gut, da komme ich ja gerade her. Also, wir haben eine Treppe, wir haben eine Sitzgelegenheit und wir haben eine Trese. Das werden wir uns doch erstmal ein bisschen näher anschauen. Untersuche Wirtin. Unten eine Wirtin haben wir. Gut. Sie sieht ein wenig altmodisch aus. Aber dennoch ist sie eine wahre Augenweide. Okay, was das auch immer heißt. Ein Bild wäre jetzt nicht schlecht, ne? Dann könnte man sich ja vielleicht mehr darunter vorstellen. Aber vielleicht kommt ja noch eins. Untersuche Dorfbewohner. Sie führen eine lebhafte Diskussion. Okay, da ist ja wenigstens was los. Kamin. Ja, das Feuer brennt und knistert. Cool. Untersuche Sitzgelegenheit. Kunstvoll verarbeitet, typisch für diese Region. Theke. Ein Bild ziert die Vorderseite. Ich erkenne einen Flusslauf, dessen beiden Uferseiten von Weinhängen gesäumt sind. Der Fluss scheint kleiner als der Rhein zu sein. Deswegen nehme ich an, dass es sich hierbei um die Mosel handelt. Im Schwarzwald, ja, da kommt ja noch Hunsbrück. Na gut, so weit ist halt jetzt auch nicht weg, ne? So, was haben wir noch? Untersuche Theke, habe ich schon. Das war das gerade. Untersuche Treppe. Wenn ich nach oben gehe, werde ich dort sicherlich die Gästezimmer finden. Davon gehe ich auch mal aus. So, jetzt reden wir nochmal mit der Wirtin. Ach komm, erstmal mit den Dorfbewohnern. Es geht nichts über ein gutes Glas Wein und eine Geschichte, aber im Moment andere Prioritäten. Später könnte ein Gespräch mit den Dorfbewohnern sicherlich sehr hilfreich sein. Okay, erstmal muss ich ein Zimmer klar machen, denke ich mal. Eine Unterkunft für die Pferde und natürlich meinen Kutscher holen. Ich denke mal, das wird so das sein, was ich machen muss. Rede mit. Mit Kamin, Theke, das geht ja nicht. Wirtin. Die Wirtin begrüßt mich. Willkommen in Rabenstein. Ja, wir haben ein Bett für die Nacht für Sie. Stellen Sie Ihre Pferde in unseren Stall und unter und lassen Sie Ihren Freund nicht zu lange in der Kälte warten. Sie lächelt und legt einen Schlüssel auf die Theke. Okay, aber der Kollege ist ja noch im Wald. Wie kann sie denn wissen, dass da noch einer ist im Wald? Mal ja ziemlich düster ist, dieser Wald. Gut, nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Was muss ich tun? Irgendwas drücken. Rede mit Wirtin. Brrr. Ist eine kalte, dunkle Nacht. Okay, kann ich jetzt sofort nach oben gehen? Machen wir mal kurz umsehen. Ah ja, okay. Lege ab, gib. Wie kann ich jetzt nach oben gehen? So vielleicht. Kann ich nicht gehen? Kann ich nicht gehen. Verschiebe, öffne. Ja, oder nimm. Kann ich irgendwas nehmen? Nimm Schlüssel. Jetzt habe ich einen Schlüssel zum Stall. Aha. Wie komme ich jetzt zum Stall? Muss ich eigentlich wieder rausgehen, ne? Ich gehe mal wieder raus. Jetzt muss ich wieder zurück in den Wald, nochmal nach Süden. Jetzt muss ich jetzt zu dem Kutscher hin und dem sagen, pass auf, ich habe einen Schlüssel. Lass uns Richtung Stall gehen. Das wäre jetzt so mein Gedanke.
Genau. Bliblablub. Und jetzt rede ich. Rede mit Kutscher. Kutscher ist weg. Zerwühlte Erde, Kutsche, Pferd, Schatten, Inventarschlüssel, das ist ja schon mal gut. Aber wo ist mein Kutscher hin? Der ist weg. Hä? Oder geht's einfach mal in den Stall? Weil irgendwo stand doch da, im Osten ist ein Stall. Oder ich gehe direkt zum Stall hin? Nicht ohne, ohne ist rechts. Die Tür zum Stall ist verschlossen. Ich muss sie mit dem Schlüssel öffnen. Dann machen wir mal benutze Schlüssel. Das scheint nicht zu funktionieren. Öffne Stalltür. Die Tür zum Stall ist verschlossen. Ich muss sie mit dem Schlüssel öffnen. Ja, ja, das habe ich ja vor. Oder kombiniere Schlüssel mit Stalltür. Ah, so geht das bestimmt nicht. Erledigt, die Stalltür ist geöffnet. Und jetzt öffne Stalltür. Ist bereits geöffnet. Ja, dann könnte ich ja da reingehen. Aber wie gehe ich da jetzt rein? Die Tür ist bereits geöffnet. Ich mach mal umsehen. Ah, da kommt das wieder. Im Süden gelange ich zurück in den Wald. Okay. Rede mit, lege ab. Ich gehe jetzt nochmal Richtung Osten. Bin ich jetzt im Stall drin? Ah, jetzt bin ich im Stall drin. Ah, so geht das. Der Stall besteht vollständig aus Holz und bietet ausreichend Platz für mehrere Kutschen. Eine kleine Öllampe, die an einem Pfosten am Ausgang nach Westen befestigt ist, spendet etwas Licht. In einer Ecke des Stalles liegt ein großer Heuhaufen. Jetzt muss ich eigentlich ja die Pferde... eigentlich müssen die Pferde jetzt erstmal da rein, denke ich mal, ne? Aber sind die Pferde da drin? Ich weiß es ja jetzt nicht, ne? Untersuche... Ja, Heuhaufen, ja, okay. In so einem riesigen Heuhaufen könnte man so ziemlich alles verstecken, auch Leichen, ne? Das Heu duftet herrlich intensiv nach Weidegras. Okay, verstanden. Dieb... Heuhaufen. Ah, nimm Heu. Vielleicht nimm. Nimm Heuhaufen. Ich kann sowas sagen. Ja, du sollst ja nur ein bisschen Heu nehmen. Für die Pferde. Umsehen. Ja, dann kommt wieder das. Ein großer Heuhaufen. Die Öl. Oder nimm Öllampe. Nimm Öllampe. Die Lampe ist mit einem dicken Nagel am Pfosten befestigt. Mit bloßen Händen kann ich sie nicht lösen. Okay, man braucht noch Werkzeug. Puh. Rede mit. Ist jemand hier? Ist keiner da. Option. Benutze. Nee, brauche ich auch nicht. Benutze Öllampe mit Heuhaufen. Ob das mal so gut kommt? Okay. Ja, gute Frage. Ich weiß immer noch nicht, wo mein Kutscher ist. Das ist so ein bisschen komisch jetzt. Kombiniere. Soll ich ein Feuer legen? Das scheint nicht zu funktionieren. Kleiner Feuerteufel, ne? Lege ab. Nein, umsehen. Option. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt hier machen soll. Öffne. Heuhaufen. Vielleicht ist er wirklich in der Leiche drin versteckt. Ja, ich gehe mal wieder zurück ins Gasthaus. Wie komme ich jetzt hier nochmal raus? Ich gehe am besten nochmal ganz zurück. Ich glaube, Süden muss ich, ne? Geh nochmal zurück zum Wald, in den Wald hinein. Weil ich muss mir ganz auch mal aufschreiben, sonst bin ich da gar nicht mehr durch. So, das ist mein Startpunkt, ne? Ich bin jetzt hier irgendwo. Das schreibe ich mir aber eben auf. Start. Was steht denn da? Im Norden. Also nach Norden kann ich auf jeden Fall gehen. Stall. Im Westen eine Kirche.
Gut, dann gehe ich mal Richtung Norden, in das Haus hinein. Dann rede ich nochmal mit den Leuten. Ja. Und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen können. Rede mit. Wen haben wir denn da? Ich rede nochmal mit der Wirtin. Bäh. Okay. Oder vielleicht muss ich den Schlüssel auch wieder abgeben. Gib Schlüssel. Dieses will scheinbar niemand hier. Okay. Verschiebe Treppe. Nein. Benutze Treppe vielleicht. Ah, benutze Treppe. Ah, das geht. Okay, bin ich im Zimmer. Zimmer im Gasthaus. Das Zimmer wird von einem rustikalen Bett dominiert. Direkt über dem Bett befindet sich ein kleines Fenster, das den Blick in den Nachthimmel freigibt. In der Ecke steht ein alter Kleiderschrank und die Holzdielen knarren bei jedem Schritt. Eine Treppe führt nach unten ins Gasthaus. Okay, was können wir jetzt hier machen? Benutze Bett. Einmal eine Runde ausruhen, würde ich sagen. Und wir können erstmal untersuchen. Oder umsehen? Nein, untersuche. Untersuche Bett. Das Bett sieht sogar sehr gemütlich aus. Untersuche Kleiderschrank. Ein großer, massiver Kleiderschrank. Untersuche Fenster. Ehrfürchtig betrachte ich die vielen Sterne am Firmament. Untersuche Fußbodendielen. Es ist nun mal ein altes Gebäude, aber sonst nichts Ungewöhnliches. Okay. Umsehen, rede mit. Ist denn jemand hier noch im Zimmer? Nee. Ist keiner hier. Rede mit Schlüssel. Ja, kann man machen. Gut, ich sag einfach mal, benutze Bett. So gerne ich es würde, aber jetzt ist noch nicht die Zeit für ein Nickerchen. Dann gehen wir wieder zurück, ne? Benutze Treppe. Fußbodendielen, Treppe. So, und welche wäre drin? Ja, ich würde sagen, ich gehe wieder raus nach Süden. Dann hätten wir da noch eine Kirche. Ja, im Westen Stall haben wir ja schon. Dann gehen wir Richtung Kirche. Die Kirche ist im Westen. Ja, gehen wir nach Westen. Die Kirche ist sicherlich eines der ersten Gebäude, das die Siedler erbauten. Die großen, wunderschön bemalten Buntglasfenster zeigen verschiedene biblische Szenen. Die Eingangstür im Westen ist mit kunstvollen Geschnitzereien verziert. Weiter nördlich gelangt man zu einem Friedhof. Das Dorfzimmer liegt östlich. Okay, wir haben im Norden haben wir einen Friedhof. Ja, andere Richtung gehen da nicht, ne? Können wir eben nochmal abchecken. Die Kirche ist verschlossen. Okay, dann wäre hier der Eingang. Eingang, Kirche. Untersuche. Kirchentür. Von außen ist kein Schloss zu erkennen. Ja, dann öffnen wir diese mal. Ich bin ziemlich sicher, dass die Tür von innen geöffnet werden muss. Okay. Dann mache ich mal benutze Türglocke. Ich läute die Türglocke, aber nichts passiert. Was können wir noch benutzen? Kirchenfenster. Ist wahrscheinlich zu funktionieren. Ja, dann öffnen wir es. Öffne Kirchenfenster. Das scheint nicht zu funktionieren. Schnitzeleien, okay. Umsehen, untersuche. Schnitzereien. Es muss bestimmt Monate gedauert haben, diese Verziehungen in das Holz der massiven Eingangstür zu schnitzen. Okay. Was haben wir noch für Verben? Umsehen, lege ab. Ne, ich will nichts ablegen. Ein, verschließe. Also ich denke mal, ich kann nicht viel machen. Ich muss wohl Richtung Norden zum Friedhof. Da bin ich aber gespannt, was man da machen kann. Nur, wo ist mein Kutscher? Wo sind meine Pferde? Und wo ist meine Kutsche? Fragen über Fragen. Friedhof.
Der Friedhof liegt etwas abgelegen und grenzt direkt an den Wald. Auf einem Hügel in der Ferne erkenne ich ein altes Herrenhaus. Die Gräber sehen alle sehr gepflegt aus. Etwas abseits befindet sich ein kleines Mausoleum. Von hier kann ich nur nach Süden gehen. Okay, aber der hat doch geschrieben, in der Ferne erkenne ich ein altes Herrenhaus. Okay, ich teste trotzdem mal, ob ich nach Norden gehen kann. Geht nicht. Okay, ich kann in keine Richtung gehen. Alles verblockt. Okay. Friedhof. Ja, dann würde ich sagen, untersuche Friedhof. Untersuche Gräber. Es sieht so aus, als wenn hier in den letzten 80 Jahren niemand beerdigt worden ist. Wie ist das möglich? Untersuche Herrenhaus. Das Herrenhaus muss einst ein prächtiges Gebäude gewesen sein, aber nun macht es einen verwaisten Eindruck auf mich. Okay. Untersuche Mausoleum. Das Mausoleum sieht sehr alt aus und ist fast vollständig von Ranken umwachsen. Ich kann einen kleinen Schatten dahinter entdecken. Okay, untersuche Schatten. Der Schatten stammt von einem Fackelhalter, der am Mausoleum befestigt ist. Ja, nimm. Nimm Fackel. Ich nehme die Fackel aus dem Halter. Cool. Fackel, Heu, Feuer. Ich will irgendwie mal ein Feuer machen, ne? Was habe ich denn überhaupt alles? Ich habe den Schlüssel und die Fackel. Okay. Kann man vielleicht einen Fackelhalter auch nehmen? Nimm Fackelhalter. Das kann ich nicht mitnehmen. Okay, das habe ich schon gedacht. Das ergibt auch einen Sinn. Umsehen brauche ich nicht. Kombiniere. Ja, das gibt alles keinen Sinn. Oder ich mache mal öffne. Öffne Gräber. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, öffne Herrenhaus. Das scheint nicht zu funktionieren. Öffne Wald. Mausoleum. Okay, da kann man auch nicht rein. Untersuche Wald. Schon wieder habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Versteckt sich dort jemand in der Dunkelheit? Ja, mit Sicherheit. Untersuche Fackelhalter. Ein Fackelhalter ohne Fackel. Okay. Gute Frage. Ich habe jetzt eine Fackel. Den Schlüssel brauche ich ja nicht mehr. Ich gehe jetzt einmal Richtung Süden. So, Kirchenhof. Ich gehe nochmal in ein Dorf hinein. Weil irgendwo muss noch mein Kollege sein, ne? Gehe ich nochmal nach Osten und dann müsste ich eigentlich im Stall ankommen. Jetzt bin ich im Dorf. Sehr gut. So, jetzt speichere ich erstmal ab. Option. Ins Raum speichern, aus dem Raum, auf Diskette speichern. Ach, RAM! Das habe ich da gelesen. Auf Diskette speichern. Ja, das machen wir. Speicherstand 1. Ja, dann mache ich an dieser Stelle mal einen kleinen Break. Ich denke mal, so eine gute halbe Stunde werde ich jetzt voll haben. Und das sollte auch für den ersten Einblick erstmal reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!